Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei No Man's Sky. Heute werden wir uns mal lebende Fregatten organisieren. Wenn ihr Spaß habt und nicht mehr passen wollt, gern abonnieren und liken. Sie sollten alle in S-Klasse sein später. Also, wir gehen zu einem unserer Portale, müssen in der Euklid-Galaxie sein und geben ein Schiff, Sonne, Mond, Rad, das hier zweimal, Schiff, Rakete, Rad, Vogel, Libelle und dann am Ende die Rakete. So, dann werden wir jetzt durchs Portal gehen. Ist eigentlich ganz simpel, an die lebenden Fregatten zu kommen. Wir müssen mehr Spieler deaktivieren. Als erstes. Obwohl, das reicht auch zum Schluss dann. Wir brauchen die Traumantenne, die wir von Frachtermissionen ja bekommen haben, den Bauplan. Zeige ich euch kurz. Die Traumantenne brauchen wir. Wir haben eine im Anzug. Und wir brauchen Anomaliedetektoren. Die bekommen wir von Meteoriten, Asteroiden, also von Steinen im Weltall, einfach drauf schießen, so wie immer. Da bekommen wir ja auch Platin, Silber, Gold und Tritium raus. Und in seltenen Fällen, also man kann Glück haben, dass es schnell geht, kann auch ein bisschen sein, dass es ein paar Minuten dauert, bekommen wir dann Anomaliedetektor. Je nachdem, wie viele Fregatten wir haben wollen, Lebende, benötigen wir einige. Ich habe uns die schon mal organisiert. Dann, wie gesagt, Multiplayer deaktivieren. Und dann können wir starten. Ah. Hier hat sich einer was hingebaut. Da sind auch noch Stufenleuchtende. Da hat sich auch noch jemand was hingebaut. So. Und wenn wir uns jetzt ins All begeben. Da hinten haben wir noch eine Raumstation. Die holen wir uns natürlich für den Speicherpunkt. Also für den Teleporterpunkt, damit die als besucht gilt. Und wenn wir den gleich aktivieren, den Anomaliedetektor, müssen wir einfach so wie jetzt Impulsantrieb starten. Und dann dauert das meist eine Weile. Es kann zwischen 5, ah, hier wären zum Beispiel so welche, einfach drauf schießen und nach einer Zeit ist dann ein Anomaliedetektor darin. Und in jedem System kann man nur eine lebende Fregatte bekommen. Also wenn ihr eine bekommen habt, könnt ihr in dem System nicht noch eine bekommen. Also wenn ihr 30 Stück haben wollt, müsst ihr in 30 verschiedene Sternsysteme. So, jetzt haben wir die Raumstation. So, dann werden wir jetzt den Anomaliedetektor aktivieren. Wir haben die Traumantenne dabei. Und aktivieren jetzt einen Anomaliedetektor. Jetzt können wir eigentlich alles ignorieren, bis dieses
Tentakel-Tintenfisch-Symbol auftaucht. Das kann jetzt eine Weile dauern. Das ist es nicht. Jetzt hätte ich aus Panik was angehalten. Wie gesagt, das kann auch länger dauern. Wir machen das einmal gemeinsam. Wenn es zu lange dauert, werde ich es entfernen. Jetzt nur sehen. Also ich hatte einmal in dem System sehr viel Pech und habe eine halbe Stunde dabei im Impulsantrieb verbracht. Was sehr schlecht ist, da man ja dann auch wieder zurück zur Raumstation muss. Natürlich kann man dann einfach immer noch die Galaxiekarte dann öffnen, ins nächste System springen und dann ist man direkt näher an der Raumstation. Das sollte eigentlich auch gehen. Und das können wir jetzt einfach immer ignorieren, bis oben und rechts unten diese Quallentintenfischbild von unserer ersten lebenden Fregatte auftaucht. Weil das ist das Bild für alle lebenden Schiffe. Wird auch wichtig, wenn wir uns unser lebendes Raumschiff holen. Einige haben dabei dann wieder Glück und dauert nur ein paar Sekunden oder eine Minute bei denen. So, jetzt haben wir das richtige Symbol entdeckt. Halten sofort an. Nähern uns dem Schiff. Nehmen Kontakt auf. Und sehen eine lebende Fregatte. Die riesige Kreatur scheint in der Lage zu sein, mein Schiff mit
einem einzigen Tentakel zu zerquetschen. Und doch fühle ich mich in ihrer Gegenwart völlig sicher. Hallo Reisender, ich habe diesen Moment vorausgesehen. Die Kreatur spricht nur in jenseitigem Gesang. Die Worte nehmen meinen eigenen Kopf gestellt an. Vor langer Zeit, bevor deine Erinnerung begann, verschwamm ich an der Seite deiner Fregattenflotte. Dies wird erneut geschehen, wenn du bereit bist. Inspizieren. Ich kann deine Entscheidung nicht vorhersehen, Reisende. Die Entscheidung liegt bei dir. So, und da haben wir eine S-Klasse-Fregatte. Also eine lebende sogar. Ist ein Industrieschiff. Super billig auch noch. Kostet nur 14 Millionen. So, das war unsere erste. Hauptsächlich sind jetzt Frachter. Mitten im gar nichts. Sehen aber auch scheiße aus. Dann begeben wir uns jetzt einfach ins nächstgelegene Sternsystem, um näher bei einer Raumstation zu sein. Auf jeden Fall sind sie billiger geworden. Die haben S-Klasse lebende Fregatten haben 50 Millionen gekostet eigentlich. Haben sie wohl überarbeitet. So. Krallen wir uns den Punkt hier und gehen wieder zu unserem Portal. Nehmt unbedingt auch genug Treibstoff mit für euren Impulsantrieb. Meiner ist eben unterwegs fast leer gewesen. Sie erstmal auftanken. So. Zu irgendeinem Portal, was wir haben. Und dann werden wir die nächsten Koordinaten eingeben. Muss ich kurz nachschauen, wenn wir am Portal sind. So, als nächstes hätten wir die Koordinaten Gesicht, Vogel, Schiff, Dino, Wasser, Vogel, Gesicht, Wal, Libelle, Dino, Käfer und noch ein Käfer. Und in dem System werden wir jetzt dasselbe machen. Raumstation kurz in den Teleportpunkt holen und dann anfangen mit Suchen. Immer als erstes den Detektor wieder aktivieren
und dann Impulsantrieb zünden. Da ist die Raumstation. Dann starten wir zusammen und ich sehe euch dann wieder, wenn wir bei der lebenden Fregatte angekommen sind. So, dann werden wir einen Detektor anwerfen und dann bis gleich. Willkommen zurück. Also das dauert alles wesentlich länger, als ihr euch vorstellen könnt. Jetzt quatscht ihr wieder mit uns exakt dasselbe. Inspizieren. So, ein Kampf-S-Schiff. Ja, aber das ganze Spiel will mich verscheißern. Also, das Geflackere sehe ich auch. 12 Millionen kosten ja gar nichts mehr. So. Haben wir die nächste. Wir sehen uns dann wieder beim Portal. Bis gleich. So. Kurze Zwischenmeldung. Beim Betreten des Systems hat sich eine Quest aktualisiert. Und zwar die obere, wo wir eigentlich ja in die Mitte der Galaxie für sollten. Aber das Missionsziel ist jetzt hier. Ist jetzt eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Und auch mysteriös, dass es sich aktualisiert und auf einmal eine völlig andere Quest ist. Also die Quest ist ja dieselbe, aber ich meine das Questziel. Ja, ist klar, wir finden ein Portal einfach so. Also, jetzt geht's aber los hier. Also, müssen wir jetzt mal schauen. Eigentlich sollten wir in das Zentrum der Galaxie. Scheint das hier irgendwie so ein Special-Ort zu sein oder so. Atlas-Protokoll initiiert. 16, 16, 16.
Das Portal schimmert, wenn ich es ansehe, aber es bleibt nie so lange ruhig, dass es mein Auge in Gänze erfassen können. Ich muss mich konzentrieren. Okay. Oh, seltsam. Und mal lieber hier erstmal alles aufladen. Weiß, wo wir jetzt landen. Sprich mit dem Atlas. Hä? Na, also einmal sind wir schon im All gelandet wegen sowas, also. Mal gespannt, wo es uns diesmal hin verschlägt und vor allen Dingen warum. Hä, das sieht doch aus wie bei uns. Graffitino-Ball. Graffitino-Ball. Merkwürdiges Vorkommen. Da hinten ist ein Tier. Also wenn wir das jetzt kriegen. Oh, scheiße. Pflanze. Ja, oh nee. 14, 16, 13. Was will der von uns? Gott, oder sind die 16 Minuten rum? Also die galaktischen 17 Minuten, die der Atlas gesagt hat. 1. Was zum... Ich verstehe es nicht. Was passiert? Okay. Wir haben es leider nicht geschafft, das Tier zu scannen. War nämlich schon wieder so ein Anomalieplanet. Der Atlas ist ruhig, er beobachtet mich. Na gut, geil, wir können schreien oder gehen. Ich rufe laut, doch der Atlas schweigt. Also vielleicht sind diese 16 Minuten... des galaktischen Atlas vorbei, also wo wir ja nicht wissen, sind 16 Minuten in unserer Zeit, sind 16 Stunden, 16 Tage, vielleicht 16 Jahrtausende. Ich rufe laut, denk an meine Reise, denk an alle Dinge, die ich je gesehen habe. An Artemis, der einfach nur einen anderen Reisenden treffen wollte, der sich nur ein Ende seiner Einsamkeit wünschte. Und währenddessen müssen wir mal schreien. Ich fange an zu rufen. Denk an Apollo, der mir ein Ziel gab, als es keine Ziele mehr zu geben schien. Ich rufe laut. Denk an Null, daran, wie er gelebt hat, welche Entscheidung er getroffen hat und an den Weg, der ihn zu diesem Ende geführt hat. Wenn ich noch einmal rufe, gibt es kein Zurück mehr. Wenn ich noch einmal rufe, muss ich meine endgültige Entscheidung treffen. Was haben wir jetzt kaputt gemacht? Artemis hat einmal gesagt, dass er nicht wüsste, was ihn erwarten würde, als er sich zum ersten Mal dem Himmel zuwandte. Die Schönheit, das Mysterium, das Abenteuer, die Gefahr. Ich stehe vor der Schnittstelle des Atlas, vor dem Zentrum aller Dinge. Ich stehe vor dem Tod der Existenz. Beim sechsten Rufen antwortet der Atlas. Reisender. Aber standhalten gehen wir wahrscheinlich aber wieder. Er spricht, ich verstehe. Auf mein Kommando wird der Atlas alles zurücksetzen. Es ist schon einmal geschehen und es scheint nichts zu beenden. Ihm bleiben immer noch nur 16 Minuten. Ich weiß nicht, woran ich mich erinnern werde, wenn es passiert. Wenn ich neben meinem Schiff aufwache, habe ich dann bloß alles zurückgesetzt oder hat es jemand anders getan?
Alles endet irgendwann. Vielleicht gilt es nur noch hinter die letzte Wahrheit der Simulation zu kommen, herauszufinden, wer die Reisenden wirklich sind. Und dann werden 1000 Galaxien verschwinden und 1000 weitere erscheinen. Und ich kann sie alle erkunden. Oh Gott. Das hört sich wie ziemlich weit am Ende des Spiels an. Dabei fahren wir nicht bei einer Atlas-Schnittstelle. Und dann fragen wir erstmal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Ich flehe den Atlas an, aber er hört nicht zu. Es gibt keinen anderen Weg. Nur das war ja einfach. Der Atlas erwartet meine Entscheidung, solange er lebt. Kann er erschaffen. Das Zurücksetzen wird nichts daran ändern. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oder was er von mir erwartet. Ja, dann mach. Oh, Gottes Willen. Ich muss wissen, was passiert. Ja, das wäre jetzt gut. Ich habe irgendwas gewaltig kaputt gemacht, habe ich das Gefühl. Die Simulation für den Atlas zurückgesetzt, haben wir freigeschaltet. Jetzt Neuanfänger, eine neue Galaxie wartet. Ja, krass, jetzt ist der Raum größer. Da will man mal lebende Fregatten sammeln, ne? Für euch wollte ich euch zeigen und so. Und dann passiert sowas. Das sieht ja aus, als wäre da eine Flüssigkeit. Und wenn wir reinsteigen, sind wir mausetot. Also lassen wir das mal lieber. Okay. Das nenne ich mir jetzt mal richtig fett cheaten. Wir waren nicht in einer Atlas-Station. Und jetzt können wir... Das ist jetzt aber du... Mir gerade unsicher. Hier ist nichts zum Anquatschen. So. Die Schöpfung. Was da? Die Schöpfung. Die Schöpfung. Die Schöpfung. Ja, rot ist ja schon cool, ne? Ist ja zum Atlas. Ah, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Eine tobende Galaxie, der Atlas hat bei dem Versuch, Zeuge seines eigenen bevorstehenden Todes zu werden, eine Simulation seiner eigenen Welt, der gesamten Existenz erschaffen. Er möchte mir Vergangenheit und Zukunft zeigen. Eine tobende Galaxie. Aha. Dann guck, also wir können uns die scheinbar vorher angucken. Dann tobende. Da gibt es doch bestimmt super viele Wächter. Eine gelassene Galaxie. Der Atlas hat bei dem Versuch, Zeuge seines eigenen bevorstehenden Todes zu werden, eine Simulation seiner eigenen Welt der gesamten Existenz erschaffen. Er möchte mir Vergangenheit und Zukunft zeigen. Okay, also der Text scheint derselbe zu bleiben. Nur wir müssen uns jetzt überlegen, welche Galaxie wir haben wollen. Also ein tobende, das hier ist eine gelassene. Das ist eine erschöpfte Galaxie. Also eine kleinere. Mit weniger Sternen und sowas. So, und was ist das erst? Eine Unfall. Ne, warte, was? Eine unvollkommene Galaxie? Also das R dürfte da aber nicht sein. Oder? Ja, aber unvollkommen... Na, tobend. Vielleicht herrscht... Also hat auch jede Gag-Viking und... Korvax unterschiedlich viel Macht in jeder. Dann könnte Vaikin die Tobenden sein. Oder es sind die Wächter, was sehr schlecht wäre.
Also nehmen wir die Unvollkommene mit einem Schreibfehler? Da ist jetzt die Frage, was ist das hier? Ein Gamma-Blitz von einem Neutronenstern ist es nicht. Es sieht aus... Naja, keine Ahnung. Dieses hier. Das aussieht, als würde irgendwas durch super viele Fensterscheiben schießen. Oh Gott, ja. Aber Krieg und Verderben ist schon schön irgendwie, ne? Aber gelassen könnte man natürlich super schön bauen. Krieg bauen, Krieg bauen. Damit habe ich heute überhaupt nicht gerechnet. Erst bauen, beim nächsten Mal Krieg führen. Gute Idee. Wir nehmen die hier. Ja, gelassen ist gut. Jetzt kriegen wir noch Nervensammbruch. So. Okay. Wir haben das Spiel durchgespielt, ohne es durchgespielt zu haben. Ich habe die krasseste Abkürzung gefunden. Einfach alles ignorieren. Scheint zu funktionieren. Übrigens dürfte das Zentrum der Galaxie nicht hell leuchten, weil es ein schwarzes Loch ist, aber naja. Weil das Einzige, was leuchtet, ist die Materie drumrum. Und das sieht jetzt aus, als würde sich alles zum Anfang wieder zusammenziehen. Oder aber wir reisen raus aus der Galaxie. Mit Sicht nach hinten. Aber nee, es sieht aus, als würde es eine Implosion geben. Alles zieht sich zusammen. Dann gibt es einen neuen... Ja, es ist kein Urknall. Da es nur eine Galaxie ist. Eine Riesenexplosion. Und die Simulation wird neu gestartet. So wie der Atlas uns das erklärt hat. Also hier gab es ja heute Wendungen da. Eisentamm entdeckt. Cool. Das ist jetzt aber orange-gelb und nicht grün. Hat er uns betrogen mit seinen Farben? Ja, geil, Gamma-Blitz, super, gleich bin ich blind. Also, scheinbar sind wir jetzt in einer neuen Galaxie. Ohne jemals das Zentrum der ersten näher gekommen zu sein, also... Wir haben eine Abkürzung genommen. Angenehm, unerschütterlich... Aber warte mal, Wächter unerschütterlich. Das heißt auch, die greifen uns sofort an, sobald wir uns bewegen. Was zum... Erinnerung. Haben wir die nicht schon? Haben wir nicht. Erinnerung, Erinnerung, Erinnerung. Erinnerung? Erinnerung. Was zum... Das Universum wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Genieße die Reise. Alles in unserem Anzug ist Schrott. Alles in unserem Raumschiff ist Schrott. Hier ist nicht mal ein Portal. Wir stehen einfach im
Nichts. Auf einem Planeten. Ja, dann müssen wir jetzt mal hier ein bisschen reparieren. Multiwerkzeug. Das ist echt mal einfach alles Schrott. Zum Glück haben wir Kram dabei. Knarre reparieren. Laser. Laser Upgrade. So ein. Dann können wir gleich mal scannen, was mit dem Planeten hier wirklich auf sich hat. Und wir müssen ins All, wo in der neuen Galaxie wir uns befinden. Das sehen wir ja nur auf der Galaxiekarte. Das ist ja jetzt hier nervig. Aber oh, wir haben halt eine Abkürzung genommen. Vielleicht wollte der uns auch nicht mehr in der alten Galaxie. Wir haben nur ein Kraftfeld in unserem Multitool. Ja, Raumschiff nicht in Reichweite, wer weiß, wo das ist. Oh Gott. Also überleben, oh, das ist heile, okay. Wir müssen jetzt hier erstmal ja nicht drauf gehen, das wäre schon mal sehr gut. So. Kraftfelder, oh, Kraftfelder, immer gut. Haben wir noch nie angehabt, aber. So. Jetpack-Effizienz. Gift, Feuer, ich weiß, was hier alles gibt, Eis und Strahlung. Erstmal alles reparieren. Nicht, dass wir uns 2 Meter bewegen, zack, tot. Weil wer weiß, dann kommen wir bestimmt wieder in der alten Galaxie raus. Und ich, keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind. Das Problem ist, um zurück zu, also wir müssen ja dann irgendwie, wenn wir weitere Fregatten wollen, zurück in die Galaxie Euklid. Das heißt, wir müssen hier eigentlich irgendwo einen Basiscomputer hinstellen, damit wir auch wieder zurück dann hier in die neue Galaxie kommen. Weil per Teleport, also per Raumstation geht das nicht. Die sind nur untereinander in einer Galaxie miteinander verbunden. Ich weiß nicht, ob er uns die dann anzeigt. Also vielleicht zeigt er sie uns an. Aber wer weiß, ob wir hindurchreisen können. Also von einer Raumstation in Euklid zur der Raumstation, die sich hier befindet. Das weiß ich leider nicht. Und um da nichts falsch zu machen, reicht ja ein Basiscomputer hier in der Galaxie. Können wir immer hin und her springen. Oh Gott, wie viele Teile man aber auch mit der Zeit ansammelt. Das reicht aber langsam hier. Jetzt müssen wir unser Schiff finden. So. Sträublers. Oh, da, hier, Scanner. Also, Sunderbeutel. Nachladen, wie nachladen? Also hier gibt es 6 Tiere. Grasplanet, Biom angenehm, gewöhnlich, Fauna zahlreich, Flora massenhaft, Wächter unerschütterlich. Gott, ich weiß nicht, was das heißt. Was meint er mit Wächter unerschütterlich? Eher schlecht, wenn wir jetzt hier einen Basiscomputer hinstellen, oder wie meint er das? Weil es gibt ja aggressive, zahlreich, nicht so zahlreich, aber unerschütterlich. Also wir suchen erstmal unser Schiff. Da können wir mal gucken, was das jetzt hier
farbmäßig für einen Planet ist. Blaue Bäume und grüne Bäume, das ist ja schon mal gar nicht. Also ein bisschen grün und dann so ein abgefackelter Grashaufen. Keine Ahnung. Neue Galaxien und schon wieder Pech oder was? Nur blaue Bäume und grünes Gras wäre ja super gewesen. Aber nein. Okay, der Ton kam jetzt aber ein bisschen spät, du. Wieso ist denn der Streublaster aus Minenlaser? Au. Weil dieses... Na, voll reingelaufen. Gras, das aussieht wie vertrocknet, ist doch nicht schön, sowas. Wie das Grün dazwischen sieht echt gut aus. Und die blau-lila Bäume. Ah, guck mal. Ein brennendes Raumschiff. Könnte ja unseres sein. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier hingekommen sind. Szenario gelöscht. Versagen bei Grenzschichtablösung wahrscheinlich. Schiff 16 geleert. Grund Wächterintervention. Vorsätzliche Übertragung. Neue Iteration generiert. Anomalieeindämmung vorbereitet. Ah ne, was habe ich jetzt... Empfang. Reisenden Anomalie entdeckt. Anomalie ist fügsam. Position verzeichnet. Systemintegritätsscan initialisiert. Ich sollte aufhören, irgendwelche Sachen anzuklicken. Aber wenn es hier schon rumliegt, also müssen wir es ja anfassen. Na nie. Ja. Ich würde sagen, dann reparieren wir das jetzt. Ah ja, schon klar. Und gucken mal, ob das hier eine Raumstation hat, das System. Und ja. Gute Frage. Vielleicht können wir von außen mit dem Scannen sehen, was der mit diesen Wächtern meint. Oh, hier ist alles kaputt, ne? Achso, scheiße, das war die Waffe. Hier, Antriebe brauchen wir. Wir sollten ja schon irgendwie zur Raumstation hinkommen. Oh Gott, ist das alles teuer. Und wir wissen auch nicht die Farbe vom System. Ist es ein gelbes System? Also, wer anzunehmen? Ich glaube nicht, dass man in dem Grünen landet. Direkt. So viel Antrieb, ne? Und trotzdem musste ich bei den Fregatten immer auftanken. Während des Flugs. Also hat arschlang gedauert. Naja, wir haben mit Fregatten angefangen und zack, sind wir in einer anderen Galaxie. Und wie gesagt, fragt nicht, wie ich das hingekriegt habe. Keine Ahnung. Bin nur ein System weitergesprungen und wollte zum Portal. Und dann hat sich ja die Quest umgeschrieben, das Ziel geändert. Ah, wir können gar nicht starten. Ich habe die Schubdüsen, da muss ich auch noch reparieren. Also jetzt aber... Oh, nö, wie viel Technologie ist denn in diesem Schiff? Kann ja aber nicht wahr sein. Aber, nee, was jetzt schon wieder? Der ganze Planet bebt.
Hauptsache, es ist direkt alles kaputt gegangen. Ist ja nicht so, dass wir hier hin wollten. Ist jetzt natürlich fraglich, was ist mit der Atlas-Mission? Ah, jetzt, aber jetzt können wir starten, oder? Hey, was, wer will denn was von uns? Erbärmlich Wächter Vaikin, ja. Wir müssen echt noch ein paar Wörter lernen. Eine Siedlung. Aha. Eigentlich wollte ich die in Euklid machen, aber... was? Nee, oh, jetzt bin ich ausgestiegen. Könnt ihr mal sehen, das hat mich so verwirrt jetzt alles. Was ist jetzt eigentlich mit dieser Mission? Neuanfänge. Neue Galaxie wartet. Atlas haben. Also Atlas können wir immer noch machen. Und jetzt will er das war. Das wäre gut. Mit der Siedlung. Da gibt es nämlich einen Teleporter. Wo ist denn die? Eine Stunde. Dann fliegen wir oben rum. Dann können wir nämlich direkt den Planet scannen. Und gucken, ob hier auch eine Raumstation und sowas ist. Gut. Deine alten Freunde besuchen. Aktualisiert. Ja. Krass, dass er hier alles aktualisiert. Alles auf einmal will er jetzt. Der ist ja selbst von außen hässlich. Urwächteraktivität, das meint er. Aha. Aber in was für einem System befinden wir uns? Und wie weit weg? Oh, wir sind nicht mal am Rand. Ja. Also, wenn mich das Spiel mal ausreden lassen würde. Wie ihr links oben sehen könnt, Eisenstamm, die Galaxie. Und wir sind ziemlich mittig. Also wir sind nicht mal am Rand und müssen uns dann wieder vorkämpfen bis zur Mitte. Wir sind direkt von Anfang an mittig. Also angeblich gibt es hier 4 Planeten. Und ein Battle-Arme-System. So, dann gucken wir mal. Einer ist ja, naja, der, auf dem wir eben waren. Was ist das für einer? Krass, wollen wir nie erfahren, oder was? Warum lässt denn... Hä? Wir konnten doch den da auch scannen. Warum geht denn das mit den anderen nicht? Jetzt? Ah, da war's. Gefrierender Planet. Während hier auch ein Grasplanet ist, ist ja natürlich sehr logisch. Heißer. Ja, das ergibt alles keinen Sinn hier. Gebrochener. Das könnte auch schon wieder so ein Anomalieplanet sein. Gebrochen. Krass. Aber wenn wir da jetzt unsere Siedlung bauen, das wäre erstmal eine ganz eigenständige Folge schon wieder fast. Das ist ja mit hoher Wächteraktivität, also eigentlich ungern. Also da ist die Station. Wir fliegen einfach mal da rein. So. Also, was für ein System war das? Ein gelbes. Wir müssen nämlich... Ja, wir werden jetzt einfach ganz in Ruhe, eins nach dem anderen, auf diesem Planeten landen vor uns. Der auch schon Hi sagt. Dann will er ja halt, dass wir da hinkommen. Was will der denn jetzt? Die Galaxie ist jetzt schon nervig. Komm, hier so willst du dir einen voll.
Verbrauchen wir gar nichts. So. Wir landen da, gucken, wie viele Tiere es da gibt. Danach werden wir zur Raumstation und am Teleporter schauen. Ja, geil wäre, wenn er auf dem Planeten landen würde. Was zum... Gibt es hier rot-blaue Meteoriten oder spinne ich? Was ist denn da drin? Ah, Tritium. Super. Wir werden gucken, ob wir in unsere alte Galaxie nämlich wieder zurückkommen. Ansonsten könnten wir auch unseren, um jetzt nicht direkt einen Basiscomputer auf einen der hässlichen Planeten hier zu stellen, könnten wir auch einfach vielleicht unseren Frachter hierher rufen in die Galaxie. Das müssten wir mal schauen. Oh ja, ich glaube, das ist auch so ein Planet mit nur einem Tier. Das würde bedeuten, hier gibt es auch Deko. Biom zensiert. Entwurzelt, aufgegeben. Oh, ich weiß immer nicht, was davon das Tier ist. Gucken. Da ist ein Tier. Das heißt, hier gibt es einen Dekoartikel. Ein Tier, eins von eins. Das werden wir aber auch gleich mal als Haustier benutzen. Obwohl das Ding, das Haustier dann eher aussieht wie ein Dekoartikel, aber... Also gut, nicht ganz scheiße das System hier. Geil, irgendwann... Ah, fünf Spezies. So. Adoptieren nicht möglich. Gib dir gleich adoptieren nicht möglich. Das habe ich zu entscheiden, wann das nicht möglich ist. Jetzt geht er mir auch hier gepflegt auf den Sack, du. Nicht möglich, nicht möglich. Es ist nur nicht möglich, wenn ich das sage. Und nicht, wenn das Spiel das sagt. So. Das ist jetzt mein Haustier, habe ich gesagt. Dann werden wir nämlich auf allen 11 Anomalieplaneten auch schön alle 11 Tiere sammeln. So, der kann hier meinetwegen rumchillen. Aktuelle Stimmung gut, was denn jetzt? Achso, das ist das Tier. Hm, ja, Dekoartikel, super. Hier nicht in der Nähe. Mhm. Oh. Besser ist es auch das... Oh nein. Kommt der denn? Warum? Wächter auf... Ach Gott, ich habe schon wieder... Wo habe ich geparkt? Dann benennen wir den in Deko-Anomalie. Weil wir ja jetzt ja noch keinen da hinten. Deko gefunden haben. Der kann ja hier rumchillen. Das Haustier. So, dann gehen wir jetzt schnell auf die Raumstation. Da hinten. Also umbenennen. Deko Anomalie. Oh Gott. Das war der da, ne? Oh. So. Deko Scheiße. Mit I oder je? Mhm. Rechtschreibung ist auch für den Arsch. Mit IE, okay. Dann gucken wir jetzt, ob wir in die alte Galaxie per Raumstation zurückkommen. Das
Sonst werden wir in der nächsten Folge wohl nochmal auf den Dekoplaneten müssen, weil wir jetzt die Deko ja noch nicht haben. Und dann in irgendein anderes System, wo nicht jeder Planet voll mit Wächtern ist, um da dann einen kleinen, ich weiß nicht, wenn wir so einen 10x10 Raum aus Holz hin oder so. Also so 6 Bodenplatten, Fenster und Dach, Teleporter rein und Basecomputer rein. Damit wir auch zwischen den Galaxien hin und her wechseln können. Es ist ja eine neue Galaxie, gibt es hier anderen Kram? Oder ist der genauso schlecht wie bei uns? Ja, nee, ist genauso schlecht. Gut. Also daran ändert sich nichts. Aber da das meine erste neue Galaxie ist. Gucken. Koordinaten? Warum denn nur 1,65 Millionen? Das ist die. Hier kann man ja die Empfänger kaufen für die verlassenen Frachter im All. Aha, aber es kostet doch sonst 5 Millionen. Habe ich ja euch auch. Oh Gott, ich habe das Falsche geklickt. Na ja, gut, das Gesicht habe ich nicht, weil das finde ich einfach hässlich. Und das, keine Ahnung, warum ich das nicht gekauft habe. Na gut, aber sonst sind es dieselben Artikel. C-Jäger. C-Entdecker. Gut, die Schiffe sind hier genauso hässlich. Aber es soll dann hier, das weiß ich, andere Farben bei den Schiffen geben. Weil theoretisch ist jede Schiffskombination mit jeder Farbe möglich. So, jetzt müssen wir mal gespannt gucken. Ja, also es wird angezeigt. Aber kommen wir da auch hin? Also ich könnte auf hier hin warpen klicken, aber ich weiß nicht. Also ist mir zu unsicher. Also wir können da hin scheinbar. Aber kommen wir dann auch hierhin zurück, ist die Frage. Bohrigel. Wann? Warum in Gottes Namen werden wir eigentlich. Oh, ein Portal. Warte mal. In welcher Galaxie sind die? Ha, Euklid, radioaktiver Planet. Ah, Krieg, der wollte uns zurückschicken. Also, das lassen wir lieber. Wir werden uns hier einfach ganz gemütlich. Kann man hier sitzen? Krass, das geht. So. Wir werden uns dann hier einen Basiscomputer hinstellen und ein Portal. Nur um sicher zu gehen, dass wir auch wirklich hier wieder in die Galaxie zurückkommen. Leider haben wir nur zwei lebende Fregatten jetzt ergattern können. Fregatten ergattern. Aber die eilen ja jetzt nicht, weil wir wurden ja jetzt sehr überrascht mit einer völlig anderen Galaxie. Mit Eisenstamm. Irgendwas mit Eisen. Dann müssen wir uns da jetzt mal mit beschäftigen. Oh Gott, was war das für ein Schiff? Steh auf. Ah, los. Also, mit dem Aufstehen klappt nicht so gut. Aha, der sieht ja seltsam aus. Gut, hat mich kurz ablenken lassen. Setzen wir uns halt dahin.
müssen wir uns hier eine kleine Basis bauen. Also nur, wie gesagt, nur ein Basiscomputer, Portal und sowas. Und ein Landepad. Damit wir auf jeden Fall zwischen den Galaxien hin und her wechseln können. Und dann können wir zurück in die alte Galaxie. Und uns erst nochmal die lebenden Fregatten holen. Was auch sehr lange dauert. Und dann auch die ganzen Missionen, die sich jetzt ja alle aktualisiert haben, auf dieses, also diese Galaxie, die hier oben zumindest, die unten nicht, die befinden sich ja, also die beiden schon, die nicht, also ja, müssen wir dann auseinanderklamüsern. So. Ja, das müssen wir dann ganz in Ruhe machen. Nicht, dass wir dann also hier so ganz durcheinander kommen. Auf jeden Fall befinden wir uns jetzt gerade in einer neuen Galaxie. Das ist schon mal schön. Haben wir direkt schon eine zweite. War voll unabsichtlich. Aber gut, die anderen Missionen können wir ja alle immer noch machen. Das ist ja nicht so schlimm. Dann bedanke ich mich erstmal vielmals fürs Zusehen. Das war natürlich alles jetzt sehr überraschend. Aber so macht das ja noch mehr Spaß dann. Wenn ihr Spaß hattet und nichts verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann bis zum nächsten Mal.